Guten Morgen. Es ist tatsächlich noch früh am Morgen und ich möchte etwas mit euch teilen, ein neues Hobby von mir. Die Leute, die auf Facebook mich verfolgen, die werden das schon wissen. Und ich möchte sagen, was mir daran gut gefällt, euch das vielleicht als Inspiration mit auf den Weg geben, das mal auszuprobieren, weil die positiven Effekte davon sind für die meisten von euch, da bin ich relativ sicher, überwältigend. Denn sehr viele von euch haben mich immer wieder gefragt, wie schaffe ich das, zum Beispiel gedankenlos zu werden, wie schaffe ich das, zufrieden zu sein? Also viele meinen die Frage, indem sie fragen, wie schaffe ich es, glücklich zu sein, und die meisten meinen, wie schaffe ich es, zufrieden zu sein? Und ja, der eine oder andere wird auch noch wissen, ich hatte mal irgendwann angefangen, meine Meditation, die ich für mich erarbeitet habe, in einem Videokurs unterbringen zu wollen. Ich komme da sehr, sehr schleppend voran, weil ich halt die täglichen Videos priorisiere. Ja, auch wenn sie leider auch mit dem Videokurs natürlich viel mehr Geld bringen würde. Aber ja, die Zeiten, in denen ich Geld fokussiert arbeite, sind vorbei. Aber ich arbeite noch dran, das nur mal so viel gesagt. Was ich eigentlich sagen will, ist, es gibt etwas, mit dem ihr das alles erreichen könnt, ohne Meditation sozusagen als großes Aushängeschild davor zu tun und ja, euch dann besser zu fühlen, dass ihr meditiert und dass ihr in irgendeiner Weise ja, auf dem Weg der Erleuchtung seid. Ihr könnt schneller erleuchtet werden. Schnitzen. Ich war auf dem Rainbow und da war jemand, der Bastian, da hat er so vor sich hergeschnitzt. Ich habe ihn beobachtet, genauso wie ich gerne Tiere beobachte in ihrem Tun, und habe bei ihm sofort festgestellt, dass er in dem Moment ist. Er hat sein Messer, ganz einfaches Taschenmesser, kurioserweise dasselbe wie ich, und hat da einfach geschnitzt. Genau wie ein Vogel, der einfach mal irgendwie rumhängt am Baum. Und sofort gespürt, ja, also Moment. Und ja, und dann habe ich einfach mal auch das, da ich ja dasselbe Taschenmesser wie er hatte, das Taschenmesser genommen und mir auch ein Stück Holz genommen und angefangen zu schnitzen. Und für mich persönlich ist es ja aufgrund der Tatsache, dass ich mich damit ja schon seit ja, so 8-9 Jahren intensiver beschäftige, kein Problem in dem Moment zu kommen, wie vielleicht für viele andere. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Qualitäten. Es gibt eben die Form der Meditation, die jeder am Anfang, oder Formen der Meditation, die jeder am Anfang ausprobiert hat in seinem Leben. Und da ist dann schon, man setzt sich hin und mit einem Ziel und bekommt erstmal so die ersten Erfahrungen, wenn es darum geht, gedankenlos zu werden. Also nicht Gedanken. Doch. Gedankenlos zu werden. Bekommt man die ersten Erfahrungen. Und dann irgendwann adaptiert man diese grundsätzlichen Verhaltensmuster während einer Meditation in das alltägliche Leben. Und dann kann man, wenn man aufhört meditieren, wenn man Gartenarbeit verrichtet, meditieren, was ja nichts anderes heißt, Meditation, so wie ich es verstehe, als die Fokussierung auf irgendetwas zu lenken, auf diesen Moment zu lenken und besonders achtsam zu sein. Meditation ist nicht gleich Erleuchtung. Und Meditation muss nicht immer Gedankenlosigkeit sein, denn es gibt ja natürlich auch die Form, dass man mit seinem Denken meditiert. Aber ich möchte da gar nicht zu sehr speziell über Meditation reden, sondern wieder zum Schnitzen zurückkommen. Und beim Schnitzen ist es so, dass es ja auch ein kreativer Prozess ist und dass es natürlich an sich das Schnitzen, ungeachtet dessen, ob man da Gedanken hat oder nicht, ein unglaublich freudvoller Prozess ist. Aus einem Stück Abfall, aus einem Stück Holz, was unten liegt, einfach etwas zu schaffen, was für jemanden ja, einen Nutzen hat oder was Freude bringt. Das ist wunderbar. Und ja, ich hatte halt angefangen ja mit so einem Löffel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann.
ob der jetzt richtig fokussiert. Ich habe bei Facebook das gepostet. Es ist einfach so ein Löffel etwas grob, wie gesagt, mein Erstlingswerk. Ich habe ja keine Ahnung vom Schnitzen. Und oben habe ich mir noch so ein Herz gemacht. Und es hat einen Löffel, mit dem ich alles machen kann. Und das Holz ist mir total egal, auch wenn ich weiß, dass bei einigen Hölzern vielleicht irgendwann anfangen zu schimmeln oder irgendwann kaputt gehen. Und irgendwann ja, einfach, ja, dass das Holz sozusagen auch wieder dem Kreislauf zugeführt wird. Und dass das nicht für die Ewigkeit vielleicht ist. Es gibt Hölzer, die halten ewig. Und es gibt Hölzer, die tun das nicht. Das ändert nichts daran, dass ich das Stück Holz aufnehme und einfach was daraus baue, schnitze. Ich habe noch so einen Anhänger gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. Naja, das ist halt so eine Schlange oder so eine Acht, die ineinander geht. Und ja, und diese beiden Dinge habe ich bis jetzt gemacht. Und ich werde mit Sicherheit nicht das Letzte sein, was ich geschnitzt habe. Es ist einfach nur wunderschön. Auf allen Ebenen. Und ich möchte euch das präsentieren und den Gedanken daran in euch einpflanzen, in eurem Kopf. Vielleicht habt ihr ein Taschenmesser, vielleicht habt ihr auch einfach so ein scharfes Messer. Wenn ihr das nächste Mal draußen in der Natur sitzt, nehmt ein Stück Holz und ja, fangt einfach an zu schnitzen und schaut mal, was dabei passiert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Euer Christian.